So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 10. Januar 2023. Gemeinsam mit Marc. Jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ihr könnt es hier schon bereits sehen, in der ersten Slide, Bitcoin und Plug, habe ich auf dem Schirm. Ich hatte gestern versprochen gehabt, bin gestern nicht mehr drauf eingegangen, aber wir werfen heute einen Blick drauf, auf die Entwicklung dort. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Bitcoin, oder generell Krypto, macht so einen Eindruck auf mich, als wenn da über kurz oder lang sich in irgendeiner Form eine schärfere Bewegung herauskristallisieren, und zwar auf der Oberseite herauskristallisieren könnte. Frag mich bitte nicht, warum Bitcoin weiter übergeordnet eigentlich eher angeschlagen, natürlich angeschlagen, das gilt auch weiterhin eigentlich, solange wir unterhalb des psychologisch relevanten 20.000 Dollar Levels handeln, oder so zumindest mein Eindruck. Aber nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie das Gefühl, es hätte substanzieller abwärts gehen müssen, in Anführungszeichen. Ausgehend von den Entwicklungen, die wir im gesamten Kryptobereich zu sehen bekommen haben, rund um den Niedergang von FTX, der ganze negativen Coverage und dergleichen, auch rund um die Thematik Krypto, nicht, dass irgendwie in irgendeiner Form die in Anführungsstrichen Fundamentals hinsichtlich Bitcoin oder der Blockchain-Technologie oder dergleichen von diesen Entwicklungen rund um diese Krypto-Börsen in irgendeiner Form betroffen wären. Ja, das sind zwei voneinander getrennt zu beachtende oder beobachtenden einzuschätzenden, einzuordnen, Spielwiesen in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, ist es natürlich so, dass die negative Publicity rund um den Crypto-Space generell natürlich dann auch auf Bitcoin, auf den Bitcoin-Preis logischerweise durchschlägt, aber nochmal dramatisch auch durchschlägen könnte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also auch wenn wir, wie gesagt, übergeordnet rein technisch angeschlagen sind, sieht es irgendwie summa summarum nicht so schwach aus, als wie man es erwarten würde in solch einem Umfeld. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, vielleicht ist da über kurz oder lang mal mit einem schärferen Push eventuell tatsächlich auf der Oberseite zu rechnen. Also wir werden auf jeden Fall heute en Detail, auch entsprechend der Kurslevel, natürlich einen Blick drauf werfen. Ich muss einen ganz kurzen Augenblick, muss man ganz kurz hier einen Moment was eintippen. So. Dann werfen wir einen Blick, ja, auf Plug, auf Plug Power an dieser Stelle. Massive Abschläge ja gesehen, aber dennoch eventuell jetzt jüngst mit einem möglichen Bruch der etablierten Abwärtsstruktur. Wir werden schon mal jetzt vorab einen Blick werfen heute auf die US-Inflationszahlen, die kommende Woche, diese Woche am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden. Und natürlich Auswirkungen auf den Markt haben könnten. Der DAX hält sich weiterhin oberhalb von 14.600 Punkten, auch dem werfen wir heute einen Blick. Der hat dieses Level, welches wir gestern hier im Morning Meeting thematisiert hatten, ziemlich genau oberhalb von 14.000 gehalten und hat dann natürlich auch diese Struktur, die wir skizziert hatten, hat diese aufgetan, in Anführungsstrichen, hat Aufschläge gesehen, hier zu rücküber oder auf neue Tageshochs gestern und auch über die 14.800er Marke. Der Follow-through, der fehlt aktuell so ein wenig. Auch gestern der US-amerikanische Aktienmarkt in der zweiten Tageshälfte eher durchwachsen, eher ein bisschen Steam verloren, eingebüßt, potenzielles Reversal, was der eine oder andere vielleicht sieht. Ich muss allerdings gestehen, ich bin immer noch überrascht, ob der relativen Stärke eigentlich folgend auf diese US-Arbeitsmarktzahlen. Und ich glaube, wir sind nach oben noch nicht fertig. Also ich kann mir durchaus realistisch vorstellen, dass vielleicht die Inflationszahlen dann der Makro-Trigger sind, vielleicht bis dahin kein wirklich starker Push in der einen oder anderen Richtung erfolgt, aber durch die Inflationszahlen könnte dann eventuell diese Attacke auf, vielleicht sogar der Rücklauf über die 4.000er-Marke initiiert werden. Da werden wir auch noch einen Blick drauf werfen. Im Einzeltitelbereich wollen wir heute mal vielleicht noch einen Blick werfen auf Alibaba an dieser Stelle. Da hat sich gestern ein möglicher, ganz kurzfristiger Scalp herauskristallisiert, sehr stark über den auf der Oberseite, potenziell prädestiniert für einen sogenannten Bounce. Wie gesagt, eine leicht topische Struktur ist da ausmachbar. Ich will nicht übermäßig pessimistisch werden für chinesische Aktien insgesamt. Also das Szenario, was ich Routen vor einem Monat skizziert hatte, das hat sich begonnen, doch recht gut herauszukristallisieren in den letzten, ja, in den letzten Wochen eigentlich, muss man ganz klar sagen. Barber, wenn man beispielsweise mal zurückgeht bis ins zu Beginn des vierten Quartals, wo waren wir ungefähr? Also roundabout bei 50, 55 Dollar, hat nahezu eine Verdoppelung, 50, 60 waren es vielleicht eventuell sogar, hat aber nahezu eine Verdoppelung gesehen, dieser Kursniveaus. Das hat sich durch verschiedene chinesische Titel, ADRs eben gezogen, infolge der dortigen Lockerung im Hinblick auf die Covid-Policy, aber eben auch im Hinblick beispielsweise auf die weniger
aggressive Ausgestaltung der Haltung der chinesischen, der kommunistischen Partei dort gegenüber dem Technologiesektor insgesamt. Und nichtsdestotrotz, wir sind jetzt noch ein bisschen arg heiß gelaufen auf der Oberseite. Bei uns scheint da durchaus ein Bereich des Möglichen zu sein. Da werden wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen. Bevor wir ganz offiziell starten, lasst mich ganz kurz hier offiziell den Risikohinweis präsentieren und danach schauen wir in die Charts. Die Visa und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jedermann geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte zuvor sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei in dieser Umgebung, schaue, ob das persönliche Risikoprofil mit den Produktcharakteristika, die CFDs, FX-Produkten innewohnen, korrespondiert. Und sofern man das dann für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, wenn ihr Fragen zu Markets als Broker habt. Wenn ihr Fragen zu den Märkten, die ich jetzt hier nicht vorbereitet habe, die ihr aber gerne beleuchtet sehen wollt, dann nutzt gerne die Möglichkeit, einmal die Chatbox hier im Livestream anzusteuern und eure Fragen zu stellen. Oder aber, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, gerne die Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion eben zu posten. Ich würde die dann schriftlich oder sehr wahrscheinlich sogar hier live im Morning Meeting entsprechend eben in Action, in Anführungsstrichen, beantworten. Und ja, darüber hinausgehend, schaut gerne in der Discord-Community vorbei, zwecks Austausch miteinander. Da will ich auch vielleicht gleich noch mal darauf eingehen, auf das gestern skizzierte Szenario hier ganz besonders für Barber. Da hatten wir ein mögliches Szenario, hatte ich skizziert gehabt. Wir gucken darüber hinausgehend auch auf eine Aktie, die ist gestern ganz interessant gewesen, Lululemon. Und zwar, das ist ein potenzieller Konkurrent, sag ich mal, ja, Konkurrent von Adidas oder Nike beispielsweise, die ich eigentlich mit einem relativ starken Wachstumsausblick gesehen habe, aber die gestern eine Downward Revision ihrer Guidance vorgenommen haben und also weniger Umsatz in Aussicht stellen jetzt für das abgelaufene Quartal, also eine Umsatzwarnung, wenn man so möchte, könnte man interpretieren, gestern vorbörslich relativ scharfe Abschläge, kein Follow-through, aber potenziell prädestiniert eventuell für weitere Abschläge in den kommenden Tagen. Nicht, dass die Wachstumsstory dort vorbei wäre, aber nichtsdestotrotz ist das durchaus etwas, was ein bisschen zu Vorsicht mahnt, auch nachdem wir die Aktie mehrfach eben zum Thema gemacht haben. Wie gesagt, in der Discord-Community habt ihr da einen ersten Überblick und nutzt gerne diese, um euch miteinander, untereinander zu den Märkten entsprechend auszutauschen. Dann einmal hier der Blick jetzt auf die Aktienindizes und dann schauen wir hier auf den DAX. Ich will ganz kurz übrigens, ich habe gerade festgestellt, Stichwort nämlich Discord-Community, ich habe den Link zum Morning Meeting nicht geteilt. Das kam mal eine Frage auf. Hier geht es zum heutigen Morning Meeting. Es kam nämlich mal die Frage auf, ob ich nicht morgendlich den Link hier teilen kann. Das kann ich natürlich. Allerdings Voraussetzung ist, dass ich das nicht vergesse. So, einen kurzen Augenblick. Jetzt kopiere ich. Nee, ich möchte den. Not yet. Will ich nicht. Ich habe den falschen. Den muss ich klicken. So, und dann teile ich den einmal hier. So, sehr gut. Also, blicken wir zunächst, bevor wir uns den Einzeltitel widmen, blicken wir ganz kurz auf den DAX. Tatsächlich kurz, weil so spektakulär stellt sich das Bild nicht dar. Einerseits könnte man überlegen, gestern dieses Überrollen hier von der Shortseite zu handeln. Wir haben jetzt auch dort einen Retest des EMAs zu sehen bekommen. Halten unterhalb dieser 14.720er Region wäre für den einen oder anderen eventuell schon ein Grund zu sagen, Shortplay wäre hier zu favorisieren. Jetzt ist die Sache allerdings jene, wir sind übergeordnet immer noch in einem bullischen Modus. Wir halten oder haben gestern ein deutliches Signal, ich will das ganz kurz mal hier zeigen, wie man das hätte dann übrigens handeln können. Also wir hatten das ja hier im Morning Meeting skizziert gehabt, aber jetzt haben wir auch einen entsprechenden Chart. Also wir sehen hier diese Region oberhalb von 14.600 Punkten, die ist gehalten worden, nachdem wir, naja, wirklich bärischer Opening Drive war das jetzt nicht, aber ein kurzer Push. Wir konnten auf jeden Fall die Ausbruchregion von letzter Woche Freitag konnten wir halten. Und dann kam es eben hier zu einem Rücklauf über den EMA an dieser Stelle. Halten, Widerstandsregion hatte sich herauskristallisiert um 6,60. Das wäre ein Bereich, da kannst du überlegen, die Long-Seite zu spielen. Problematisch ist die Uhrzeit, das ist Mittagszeit, das ist 12 Uhr, das ist jetzt nicht unbedingt so das Umfeld, wo ich davon ausgehe, dass da richtig Alarm reinkommt, in Anführungsstrichen, dass da Volatilität oder dergleichen reinkommt. Wir sind dann auch stark abhängig natürlich, wie sich die US-Märkte nachmittags präsentieren, aber rein von dem Szenario, wie wir es skizziert haben, ist das ziemlich optimal genauso
dargestellt. Also so wie ich das skizziert habe, genauso ist es dann auch wirklich aufgetreten. Mit dem Rücklauf über den EMA, halten oberhalb. Da kannst du überlegen, dass du den Bereich, ich sag mal 14, 6, 70 Roundabout, ich glaube, wir hatten rein hypothetisch mit der 6,50 gearbeitet gehabt. Mit der 6,70 hier Stop 6,30 Roundabout Intraday Tiefs. Da haben wir ungefähr ein Risiko von 40 Punkten und gehen dann eben auf der Oberseite erstmal auf neue Tageshochs. Die sind hier ja markiert worden, oberhalb der 700, 720. Was du dann machst, ist oder machen könntest, wäre, dass du sagst, ich halte die Position jetzt erstmal mit dem Tag, mit dem sich etablierenden Intraday-Trend. Ein Teil der Position, den hätte man dann abends gegeben hier, als wir den Überrollen zu sehen bekommen haben. Vielleicht sagt auch der ein oder andere, so gegen 17 Uhr ungefähr, 17.30 Uhr. Naja, das sieht schon ein bisschen arg heiß gelaufen aus. 200 Punkte ohne fundamentalen Trigger in irgendeiner Form. Wir können mal ganz kurz hier schauen, was der US-Markt zu dieser Zeit gemacht hat, wie der sich zu diesem Zeitpunkt präsentiert hatte. Bullischer Opening Drive. Das war hier 15.30 Uhr. Halten dieser Hochs. Ja, toppen dann auch so ein bisschen aus. Also 59 Pi mal Daumen. Auch hier der Modus vielleicht ein bisschen heiß gelaufen gewesen. Sagst vielleicht an dieser Stelle Teilgewinnmitnahme, allerspätestens nimmst du den raus, wenn wir hier über den oder beziehungsweise unter den EMA zurücklaufen. Können das aber auch in diese Extension überlegen, mindestens einen Teil dieser geplanten Teilgewinnmitnahme zum Beispiel schon zu realisieren, weil es einfach recht stark am Weggelaufen, in Anführungsstrichen, auf der Oberseite sich darstellt, eben tatsächlich das Bild. Aber wie gesagt, spätestens hier mit dem Kreuzen zurück unter den EMA hast du eigentlich den etablierten Intraday-Trend, der sich hier nach dem Halten der 14,6 herauskristallisiert hat, kannst du den als gebrochen ansehen. Also spätestens um 19 Uhr ist hier die Party, die Messe gelesen. Wie gesagt, dann kommen die US-Märkte, da schauen wir gleich noch drauf, kommen die US-Märkte rein, sehen ein bisschen Abgabedruck, aber in Summe, also das einfach nur mal so auf das gestern skizzierte Morning-Meeting-Szenario, wie sich das dann entfaltet hat, in Summe bleibt der Modus aber weiter mindestens freundlich. Also zumindest, wenn wir uns den DAX betrachten, auch in Bezug eigentlich auf den S&P, wir sind weiter oberhalb der jetzt jüngst etablierten Aufwärtstrendlinie seit Anfang des Jahres, oberhalb derer wir handeln. Die korrespondiert, ich würde sagen, auf der Unterseite auch ungefähr so mit dem 14.600er Bereich. Also sprich etwas anders formuliert, sollten wir einen Bruch dieser Trendlinie und Fall unter die 14.6 zu sehen bekommen, wäre auch der bullische Modus zunächst einmal hinfällig. Solange wir aber oberhalb handeln, gibt es keinen Grund in irgendeiner Form hier, dass das Bild sich irgendwie eintrüben zu sehen oder beziehungsweise sich skeptisch zu positionieren oder zu werden in irgendeiner Form. Es bleibt auf der Oberseite weiterhin dabei, dass ein Test realistisch der 15.000er Region anstehen könnte. Das ist diese Region hier. So. Das wäre eine Zielregion, die es anzuvisieren gilt. Aber das war falsch. So, das wäre eine anzuvisierende Zielregion auf der Oberseite. Und wie gesagt, das bleibt im aktuellen Umfeld im DAX so lange ein Thema, wie wir oberhalb von 14,6 eben handeln. Das angewandt, diese Überlegung, diese Einschätzung auf das Intraday-Bild jetzt hier, führt dazu, dass wir sagen, okay, Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Ich habe nämlich bei Twitter, der ein oder andere kennt vielleicht das sogenannte Tweet-Deck. Ja, da kann man so Tweets automatisieren. Und ich habe das so gehandhabt, oder ich handhabe das so, dass ich Tweets in Bezug beispielsweise auf die Promo des Morning-Meetings automatisiere. Und da gibt es jetzt irgendwie eine Fehlfunktion. Und deswegen ist nämlich hier bei Twitter kann man aktuell nicht sehen, dass ich dort das Morning-Meeting angekündigt habe. Das musste ich jetzt ganz kurz mal checken tatsächlich, denn ich habe einige Tweets automatisiert gehabt. Und diese automatisierten, die sind jetzt infolge dieses Breakdowns ist das falsche Wort, was ich da nutzen sollte, aber zumindest mal dieses Rücksetzen ist noch nicht erreicht, der TweetDeck-Webseite, sind die nämlich gelöscht worden. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass der Tweet nicht gesendet wurde. Logischerweise, weil er gelöscht wurde. Ich dachte mir nur, also im Hintergrund, vielleicht ist sie nur nicht ersichtlich auf der Seite, dass das vielleicht weiter reingespielt wird. Also muss ich die nochmal neu automatisieren. Aber zurück zum DAX. Also,
dieses gerade skizzierte Bild oberhalb von 14,6 und das Haltens dieser Trendlinie hier ist weiterhin bullish und demnach wäre ich sehr vorsichtig mit Shorts jetzt auch hier, besonders in dieser erdschoppigen Seitwärtsstruktur, mit Shorts gegen die 14,27, 37, also hier den Retest des EMAs in irgendeiner Form. Da wäre ich, wenn ich ihn shorten würde, nicht sonderlich aggressiv tatsächlich. Sollten wir natürlich einen Break unter die oder auf neue Intraday-Tiefs zu sehen bekommen, unter die 14,7, dann wäre in diesem Zusammenhang der nächste folgerichtige Test eigentlich der 14,630er-Region, darunter der 14,600er-Region, die logische Konsequenz. Wir kommen dann mit einem relativ kleinen Risiko rein an dieser Stelle. Wenn wir mit einem Stop oberhalb der Intraday-Hochs um 14,67 arbeiten, jetzt ein Short gegen 27, da haben wir 40 Punkte Risiko und gehen auf der Unterseite auf einen Test eben der 630, 600er Region, gehen wir mal etwas konservativer von nur der 630 aus, dann haben wir auf der Unterseite 90 Punkte Chance gegen 40 Punkte Risiko, liegen bei einem CRV von 2,3 zu 1 ungefähr. Könnte ausreichen, wie gesagt, im Gesamtkontext, vor dem Hintergrund auch des dünnen Wirtschaftsdatenkalenders, auch des etwas überdehnt anmutenden Modus wiederum und dann sage ich allerdings, insgesamt ist ein bullischerer Bias ausmachbar. Das heißt, während ich einerseits zwar sagen könnte, argumentieren könnte, überdehnter Modus, Pull-in, also eine Korrekturbewegung, sehe ich andersherum eher eine Konsolidierung auf hohem Niveau, also keine wirkliche scharfe Dynamik, die irgendwie reinkommt. Lässt mich also zu dem Schluss kommen, wenn ich den Trade überhaupt mache, dann nur mit reduzierter Positionsgröße an dieser Stelle. Und würde auch sehr schnell, sehr zügig die Position rausnehmen, sobald wir hier an dieser Stelle keine 14,7 unterschritten sehen und kein bärisches Momentum eben drauf nehmen. Also das bedeutet im Hinblick auf den DAX gibt's eine Möglichkeit, ein Short-Szenario zu skizzieren, ausgehend vom EMA, ausgehend vom übergeordneten Bild, wäre ich da lieber ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht, oder beziehungsweise sollte sich dieses Short-Szenario nicht herauskristallisieren, sollten wir auch jetzt hier neue Intraday-Hochs markieren, kann man hier heute früh auch sehen, habe ich das getwittert, beziehungsweise geschrieben gehabt, sollten wir hier über, oder beziehungsweise sollten wir neue Tageshochs markieren, sollten wir zunächst erstmal die 8,30, 8,50 ins Visier nehmen und sobald wir diese Hochs, die gestern markiert worden sind, rausnehmen, liegt der nächste potenzielle Zielbereich dann eben um 15.000 Punkte. So, das im Hinblick auf den DAX. Wie gesagt, da gibt es nicht viel mehr Spektakuläres zum Thema zu machen. Nächster, wie gesagt, Impulsgeber. Heute Intraday durch die Wall Street. Wobei die wiederum klar und deutlich auf die Inflationszahlen am Donnerstag warten dürfte. Schauen wir uns ganz kurz den Kursverlauf gestern an. Wirft natürlich so ein bisschen Fragen auf, beziehungsweise ist so ein bisschen mit Sorge vielleicht zu sehen, was wir dort eben jetzt hier ausmachen können. Wir sehen, wie gesagt, erstmal einen Start, einen sogenannten Follow-Through auf diese Bullishness, die wir hier am Freitag gesehen haben, folgend der Non-Farm Payrolls. Wir sind ja dann mit einem echten Gap eröffnet. Also das heißt echt oberhalb der Hochs von 3.908 war es ungefähr. So hier in dieser Indikation kommen wir rein um 15.30 Uhr. Kleines Gap, nicht viel. Kleines Gap an dieser Stelle. Obwohl, haben wir den hier zugemacht? Kommt der hin? Ja, kann sein. Also minimales Gap. Vielleicht 10 Punkte. Aber das mit sehr viel Wohlwollen. Vielleicht das ist es ein eher kleiner 10 Punkte. Und dann sehen wir einen ganz kurzen Mini-Spike in Anführungsstrichen in diese Hochs von Freitag. Also das ist hier 3907. Ja, das ist ziemlich genau, punktgenau aufgesetzt eigentlich auf diese Hochs von vergangener Woche Freitag. In dieser einen Kerze hier, kurz nach der Eröffnung, 15.40 Uhr, 15.35 Uhr ist es, und dann sehen wir einen bullischen Opening Drive. Wir sehen also ein Follow-Through, ein Durchmarschieren auf der Oberseite nach diesem Ausbruch, folgend auf die Non-Farm Payrolls aus dieser Range, die wir hier haben, ja auch in der vergangenen Woche identifiziert. Und das ist eigentlich ein starkes Signal, nur muss man natürlich dann auch berücksichtigen, irgendwann wird es ein bisschen heiß auf der Oberseite, also heiß im Sinne von ein bisschen stark überdehnt, stellt sich jetzt der Modus an dieser Stelle dar. Das heißt, ein Pull-in, der scheint dann durchaus früher oder später mal, das sollte man sich darauf einstellen. Nochmal, Wirtschaftsdatenkalender ist sehr, sehr dünn, wir haben auch einen recht dünnen Earnings-Kalender noch, das geht erst ab jetzt Freitag tatsächlich wirklich rund und da wird es interessant. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, wir sollten hier
die Bäume nicht zu sehr in den Himmel wachsen sehen. Wir antizipieren eventuell einen Inflationsprint an dieser Stelle. Jetzt folgend auf die Average Hourly Earnings, die leicht unter der Erwartung reingekommen sind mit den Non-Farm Payrolls, unter 7%. Das ist vielleicht einer der Treiber, die sich hier finden, die dann auch dafür sorgen, dass beispielsweise innerhalb des Fed-Watch-Tools zum Beispiel sich die Spekulation hinsichtlich eines restriktiven geldpolitischen Kurses seitens der Fed so ein bisschen gedämpfter darstellt. Und irgendwann ist das Gummiband im übertragenen Sinne einfach zu weit weggezogen auf der Oberseite und dann kommt es einfach zu einem Pull-in. Und das ist das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen haben. Was natürlich hier Sorgen bereitet, in Anführungsstrichen, ist der Umstand, dass wir in Bezug eben auf den Kursverlauf jetzt hier eine nicht ganz so schöne charttechnische Konstellation im Intraday-Handel auf den Weg gebracht haben. Also der Schlusskurs am Freitag, der lag so ungefähr bei 8,90. Und wir sehen, das ist auch ungefähr der Bereich, aus dem wir gestern aus dem Handel gegangen sind. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wir haben nach einem initial bullischen Drive und Aufschlägen hier von teils zeitweise 2%, nicht ganz, etwa 2%, auf der Oberseite Richtung der 3,59, haben wir dann diese komplett wieder hergegeben. Und wir scheiterten im Rahmen oder rund um die 200-Tage-Linie. Wir sehen jetzt hier einen sogenannten, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, ich glaube, das heißt Gravestone Doji, kann das sein? Gravestone Doji, glaube ich, heißt diese Konstellation. Chartic, Gravestone. Okay, ich wollte eigentlich nur, dann mache ich die Bilder, das ist jetzt auch Quatsch. So, ich wollte eigentlich nur ein Bild hin. Ja, ist ein Gravestone, also so wird das da bezeichnet, Gravestone Doji, was im Umkehrschluss ja nichts anderes bedeutet, wenn man jetzt mal diese charttechnische Konstellation übersetzt oder interpretiert, dann sagt einfach, okay, wir haben einen bullischen Drive zu sehen bekommen und die Bullen haben den Kurs auf entsprechend höhere Hochs getrieben, waren aber nicht in der Lage, die bis dato aufgelaufenen Gewinne für den Tag jedenfalls zu verteidigen und haben dann hier entsprechend eben diese im Laufe der letzten Handelsminuten oder letzten zwei Handelsstunden komplett wieder hergegeben, was eben zeigt, dass denen so ein bisschen der Druck abhanden kommt und so, dass die nicht mehr die Kontrolle zu haben scheinen. Demnach ist das eigentlich keine so schöne Konstellation, die wir zu sehen bekommen, auch vor dem Hintergrund, dass wir wieder relativ heftig eigentlich im Bereich um die 200-Tage-Linie diesen Rücksatz da jetzt zu sehen bekommen haben. Aber das ist insofern jetzt erstmal nicht überzubewerten und wir warten jetzt erstmal ab, wie sich der weitere Modus eben darstellt, weil wir eben den nächsten fundamentalen Trigger mit den Inflationszahlen am Donnerstag zu sehen bekommen. Also wir könnten auch dahingehend interpretieren, dass wir sagten, ja, Gravestone Doji, okay, in Ordnung, aber schauen wir doch mal hier, nach dem Ausbruch, initiiert durch die Non-Farm Payrolls vergangene Woche Freitag, haben wir jetzt einen klassischen Retest der Ausbruchregion zu sehen bekommen. Und jetzt haben wir eigentlich eine tolle Möglichkeit zu zeigen, dass der nachhaltig ist, dieser Ausbruch. Also sprich anders formuliert, sollten wir jetzt in der Lage sein, hier oberhalb dieser Ausbruchgefilde um 8,80, 8,90 zu schließen, auch heute zu schließen, beziehungsweise uns dann von diesen Niveaus wieder abzustoßen, getragen beispielsweise durch den Inflationsprint am Donnerstag, ich zeige das mal hier, von unter 7%. Wie gesagt, wird halt mit 6,5% erwartet, also schon recht entspannt, die Situation aus der inflationstechnischen Perspektive. Kommen wir mit, wie hier der TI-Forecast anzeigt, 6,7 zum Beispiel rein, könnte das einen kurzen bärischen Flash nach sich ziehen. Jetzt ist aber das Interessante, wenn sich bis Donnerstag nichts groß verändern sollte, dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit, oder sehr wahrscheinlich bekommen wir ein Szenario zu sehen, wo wir kurz unter dieser Ausbruchregion flashen, dann aber einen Rebuild sehen könnten. Also das heißt, wir flashen kurz tiefer, dann verarbeitet der Markt uns und sagt, eigentlich Inflation kommt aber weiter deutlich runter. Also wir sehen eine Peakout-Tendenz, die dafür spricht, dass die Fed sich geldpolitisch lockerer präsentieren wird in der zweiten Jahreshälfte, was dann dazu führt, dass wir nach einem kurzen Flash zurück in diese Trading Range aus dieser wieder rauslaufen und oberhalb dieser schließen, was meiner Einschätzung nach ein bullisches Signal wäre. Also demnach ist dieser Kursverlauf jetzt zwar alleinstehend nicht sonderlich günstig, nach dem Kursverlauf, wie gesagt, stellt so ein bisschen in Frage, ob das wirklich eine nachhaltige Bewegung gewesen ist, weil den Bullen offensichtlich hier der Druck abhanden kommt oder beziehungsweise die Kontrolle im übertragenen Sinne wieder abgeben. Auf der Kehrseite sollten wir jetzt, sowohl heute als auch morgen, sollten wir
ruhigen Handel zu sehen bekommen, keine großen weiteren Impulse hier zu sehen bekommen. Und wir sehen jetzt ein Verharren im Bereich um 3,880, 3,890 oder pendeln um die 3900er Region. Und wir bekommen dann mit den Inflationszahlen den nächsten fundamentalen Trigger. Dann bekommen wir eine relativ klare Idee davon, wo der Markt aktuell steht. Ob das ein potenzieller Fakeout war, den wir jetzt letzte Woche Freitag auf den Weg gebracht haben, oder aber ob das ein nachhaltiger Bruch war, der dann zum Beispiel unterstrichen würde durch diesen Flush zurück in die Range und dann den Bounce zurück aus dieser Range auf der Oberseite und halten mit einem Schlusskurs eben in diesen Gefilden. Und also ausgehend hiervon, wie gesagt, würde ich derzeit erstmal die Füße stillhalten. Vielleicht gibt es diesen Rücklauf in die Range auch schon bereits vorher. Das ist natürlich das Optimalszenario, was ich gerade skizziert habe. Vielleicht sehen wir den Rücklauf in die Range auch schon zuvor. Wäre meiner Einschätzung nach nicht das positivste Signal, aber nicht auszuschließen. Alternativszenario ist, dass wir nochmal auf der Oberseite einen Lauf zu sehen bekommen, vielleicht nochmal deutlicher über die 3900 laufen. Also wir harren einfach mal der Dinge, die da kommen. Rein tradingtechnisch wäre ich da derzeit noch nicht wirklich erpicht darauf, eine Position einnehmen zu müssen. Würde am liebsten abwarten wollen oder werde abwarten in Bezug auf den S&P, wie sich eben am Donnerstag die Inflationszahlen präsentieren. Apropos Fed Watch Tool, ich habe heute früh, also hier ist nochmal die Einschätzung, ich habe heute früh eine ganz interessante Grafik gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die das, was wir hier schon seit geraumer Zeit zum Thema machen, nämlich im Hinblick auf, wo sieht die Fed denn ihren Pivot auf der Oberseite? Bis wo wird sie dann das Leitzinsniveau maximal anheben? Dann dieses leichte wieder unter die 5%-Marke oder bis maximal 500 Basispunkte laufende hier an dieser Stelle bis Mitte des Jahres, bis Juni. Wo dieses Auspreisen oder dieses leichte Rückgehen dieser Balken ja für uns oder beziehungsweise aus meiner Perspektive einer der Haupttreiber für die Bullischen ist, folgend auf die Non-Farm Payrolls gewesen ist. Die Sache ist jetzt die, es ist immer ein bisschen, ich sag mal, man muss sich da schon sehr reindenken. Ergänzend hierzu sehen wir, dass jetzt die Spekulation zunimmt, dass wir Ende des Jahres bei 425 bis 450 Basispunkten liegen. Wie gesagt, das ist insofern interessant, weil die Economic Projections aus dem Dezember seitens des Fed-Statements gezeigt haben, dass die stimmberechtigten Mitglieder hier innerhalb dieses Konsortiums, dass die den Leitzins über 5% Ende des Jahres 2023 sehen. So. Und das ist eine scharfe Divergenz. Jetzt komme ich also zu diesem Schluss. Aber unterm Strich ist es eben erstmal nur meine Einschätzung. Und heute früh bin ich dann eben auch über eine sehr, sehr schöne Aufbereitung hier in dem Zusammenhang von dem Brannigan Barrett. Das ist ein Trader, der auch teilweise sehr, sehr gute fundamentale Einschätzungen eben postet, ab und an. Also nicht hauptsächlich, aber ab und an. Und der das interessanterweise aufgreift und einen Punkt macht, den ich bis dato so ein bisschen habe hinten runterfallen lassen. Also ich denke, einerseits ist er zwar selbstredend, aber dennoch, weil er thematisiert werden sollte. Also, was er hier hat, das ist einmal die Bloomberg-Darstellung und was man hier an der Stelle eben erkennen kann, ist die einzelnen Leitzinsniveaus mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit, wo wir im Laufe des Jahres 23 stehen. Also, er projiziert im übertragenen Sinne hier die einzelnen Tabs aus dem FedWatch-Tool, diese einzelnen hier, und hat dann hier entsprechend eben mit der höchsten Wahrscheinlichkeit an dieser Stelle die entsprechenden Zinsniveaus, die wir sehen werden. Und das ist eben, wie gesagt, das Fed Watch Tool. Und was wir sehen können ist, bis Mitte des Jahres liegen wir hier bei roundabout 5% und sehen dann in den Jahresschluss hinein einen entsprechenden Rücksetzer. Also diese Grafik zeigt nur anders grafisch aufbereitet genau das Gleiche, was uns das Fed Watch Tool zeigt. Was ich jetzt interessant finde, ist, er kommt zum selben Schluss wie ich, er ergänzt das aber, wie gesagt, er sagt hier, Fed will only hike 25 in February and 25 in March. Also das heißt, es kommen nochmal 2,25 Basispunkt Zinsschritte, sowohl jetzt im Februar am 1. als dann auch Mitte März. Dann landen wir hier bei der Current Target Rate, landen wir bei 475 bis 500. Und dann schreibt er weiter, the Fed will signal lower terminal rate than December dot plot. Also das heißt, es wird dann mit der März-Sitzung auch eine klare Kommunikation in die Richtung geben, dass man sagt, jetzt reduzieren wir den Leitzins in den nächsten Monaten, über die nächsten 9 Monate dann von März bis Dezember. Und dann bedeutet das etwas anders formuliert, dass wir in dieser Konstellation
dass wir einen Zinssenkungszyklus entsprechend eben eingeleitet sehen. Das Interessante an dieser Konstellation ist aber, es divergiert eben. Also das bedeutet, das, was der Markt hier sieht, findet sich in keinster Form aktuell in der Kommunikation, auch in den Economic Projections seitens der Fed wieder in irgendeiner Form. Und the market is far too confident, schreibt er. Das ist ein interessanter Rückschluss. Auch so könnte man es durchaus betrachten. Also der Markt ist sich gerade sehr sicher, dass die Fed diesen geldpolitischen Pfad einschlagen wird und im Umkehrschluss also auf entsprechende wirtschaftliche Indikationen reagieren wird. Beispielsweise ein Arbeitsmarkt, der sich abkühlt, oder eine Inflation, die einen Rücksetzer sieht, dass die Fed darauf reagiert mit einer geldpolitischen Lockerung und entsprechend eben Zinssenkungen in irgendeiner Weise. Und ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Okay. Wenn der Markt das aber jetzt schon so erkennt und wir können natürlich argumentieren und sagen, der Markt hat immer recht, aber es divergiert eben sowohl die Economic Projections, das, was die Fed sieht, als das, was der Terminmarkt sieht. Wenn der Markt sich irrt, also beziehungsweise oder die Fed nicht reagiert auf das, was der Markt hier entsprechend eben sieht, dann impliziert das etwas anders formuliert, dass der Markt hier jegliche Indizien, die auf einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens der Fed hindeuten, überinterpretiert und dass das dann dazu führt, dass wir hier auf dieser Argumentation aufbauende Rallyes, wie zum Beispiel letzte Woche auf die Non-Farm Payrolls folgend, sehr scharf wieder abverkauft sehen. Nicht, dass sich das jetzt sofort widerspiegeln wird, aber das sollte man im Hinterkopf als mögliches Szenario auf jeden Fall auch skizzieren für sich, wenn man plant, das in irgendeiner Form zu traden. Es kann durchaus sein, dass Wirtschaftsindikationen reinkommen, dann beispielsweise hier die Inflation deutlich unter 7% jetzt am Donnerstag veröffentlicht wird, das zu einer scharfen Rallye führt, der S&P über die 4100er Marke vielleicht sogar dann läuft in den Folgetagen, starke Bullishness triggert, die uns in Richtung der August-Hochs hier führt, 4300 Punkte und stark performen lässt. Dann kommt die Fed spätestens im März und sagt, sorry Leute, aber nein, wir sind noch nicht fertig. 25 Basispunkte Februar, 25 Basispunkte im März und es wird auch nochmal 25 Basispunkte jetzt nicht im Mai geben, da werden wir mal einen kleinen Zwischenschritt einlegen, aber dann wird es nochmal 25 Basispunkte im Juni geben und auch in der zweiten Jahreshälfte, statt Zinssenkungen, die hier seitens des Terminmarktes gespielt werden, statt dieser Zinssenkungen werden wir tatsächlich eher an unserem geldpolitisch restriktiveren Kurs festhalten, mit dem Ziel, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und auch wenn wir demnach nicht erwarten sollten, dass die Fed den Leitzins auf 8% oder dergleichen anhebt, aber wenn man sich die Historie betrachtet, ich habe dazu jetzt keine Grafik vorbereitet, aber wir hatten sie, glaube ich, hier mal im Morning Meeting. Ich glaube, der Ryan Detrick hatte das auch mal bei Twitter gezeigt gehabt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass wir die Male, wo wir die Inflation über ein bestimmtes Niveau haben, steigen sehen, bin mir jetzt auch da nicht ganz sicher, welche Levels waren, 4-5%, dass die Fed den Leitzins hat über diese entsprechende Inflation hat hiken müssen. Was im Umkehrschluss bedeutet, die Fed geht eventuell davon aus, dass wir uns in Richtung der 5%-Marke bewegen, aber um die Inflation wieder komplett unter Kontrolle zu bringen, sieht sie sich dennoch gezwungen, auch aus diesen historischen Gründen, den Leitzins über die Inflation zu hiken, was wiederum die Möglichkeit offenbart, es könnten auch 6% werden am Ende. Auch wenn der Markt einen Pivot um die 5,5% maximal, eigentlich eher 5% schon erkennt. Das bedeutet also etwas anders formuliert, der Markt, der sieht hier aktuell zu selbstbewusst in die Zukunft und geht davon aus, dass ein geldpolitisch lockerer Kurs folgt. Was dann folgend auf den Markt bedeuten würde, wir sind noch nicht fertig nach unten. Denn das wäre im Endeffekt eigentlich, wäre das, ich glaube, ein Großteil dieser Rallye auch, also besonders ab Oktober, vielleicht dann auch ganz besonders nochmal getragen über die Inflationszahlen aus dem November. Ein Großteil dieser Entwicklung, dieses Peakouts in der Inflation, ist im Grunde genommen ein Spekulieren, die Fed wird es schon nicht übertreiben. Sie wird weiter den Markt stabilisieren, schützen, sollte es turbulenter werden. In dem Moment, wo der Markt sich hier irrt und diese Spekulation auf eine geldpolitisch expansivere Fed sich nicht zeigt, birgt das die Gefahr, besonders wenn wir jetzt einen scharfen Lauf auf der Oberseite sehen, einen sehr, sehr bullischen Start ins Jahr zu sehen bekommen, dass wir einen regelrechten Ausverkauf dann in den Folgemonaten zu sehen bekommen. Also das ist ein verhältnismäßig bärisches Szenario, was ich jetzt habe. Es ist nicht das, was ich mit höherer Wahrscheinlichkeit sehe. Ich bin
er derjenige welche, der auch einen Peakout in der Inflation sieht und auch nicht von der Fed erwartet, dass sie geldpolitisch sich zu restriktiv präsentieren wird, sondern er jetzt beginnt hinter verschlossenen Türen schon über einen Plan aus dieser restriktiven Geldpolitik wieder in geldpolitische Lockerung, besonders vor dem Hintergrund der Rezession, die sich herauskristallisiert, nachzudenken. Nichtsdestotrotz ist das ein Szenario, was wir im Hinterkopf halten sollten, müssen und welches nicht auszuschließen ist und was die Gefahr birgt, dass wir eben doch noch keine nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie zu sehen bekommen, beziehungsweise jegliche Rückeroberung dann erst bestätigt würde, sollten wir bei einem neunten Test von oben nach unten auf ein fundamental eher skeptisches Bild diese in der Lage sein zu halten und es oberhalb zu konsolidieren. So, das einfach mal so ein paar weiterführende Überlegungen rund um den S&P und die weitere geldpolitische Haltung seitens der Fed. Kurzfristig, wie gesagt, bis Donnerstag erwarte ich erstmal gar nichts. Danach kommen die Inflationszahlen, da müssen wir mal abwarten, ob wir in diese Range im S&P hineinflaschen, ob wir dann wieder zurückgekauft werden auf der Oberseite und oberhalb von vielleicht, sagen wir mal rund gesprochen, 3.900 Punkten werden halten können, aber dafür wird noch ein bisschen Wasser in den Rhein runterfließen müssen, bis wir diese Informationen haben. Heute eher ein ruhigeres Treiben, was ich für den S&P eben erwarte. Das heißt allerdings nicht, dass nicht dennoch ein Blick auf diverse Aktien von Interesse sein kann, die heute sich so ein bisschen von diesem eher ruhigen Treiben loslösen. So möchte ich es mal vielleicht an dieser Stelle eben bezeichnen. Bevor wir starten, gucke ich mal ganz kurz in die Chatbox, ob Fragen aufgekommen sind. Ja, einen Moment, ich muss mal hier so ein bisschen einen Spammer ganz kurz, zack. So, ausblenden. So, fangen wir gleich an mit Plug. Werfen dann allerdings einen Blick auf die gerade einleitend schon genannten Titel, nämlich einmal eine Barber und dann auch einmal eine Lululemon. Aber zunächst schauen wir auf Plug, weil ich es gestern versprochen hatte. Hier oben Stunde, wir sehen deutlich einen sauberen Abwärtstrend, klares Scheitern an der 30-Dollar-Marke, ein deutlicher Top-Out, der sich hier herauskristallisiert hat, das war im September. Ich muss zu meiner Schande so ein bisschen gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wann diese Geschichte mit dem Inflation Reduction Act über den Ticker lief. Es könnte sein, dass das im Juli war. Ich guck mal ganz kurz. Ich schau mal ganz kurz. Inflation Reduction Act of 2022, July. War es im Juli? Democrats, Senate. Effective ab dem 16. August. Passt. Kommt hin. Mhm. Warum spielt der eine Rolle oder warum sollten wir das uns ganz kurz anschauen? Weil im Hinblick auf Plug das relevant ist, um dieses Gap zu verstehen, was wir hier damals aufgetan haben. Das war Ende Juli. Da gab es einen scharfen Push auf der Oberseite, ungefähr von 17 Dollar. Pi mal Daumen ist die Aktie über 20 gelaufen und hat dann in den Folgetagen, also Folgemonaten muss man eigentlich sagen, in den folgenden zwei Monaten, starken Lauf gesehen und ist hier allerdings dann gegen die 30-Dollar-Region ausgetoppt und hat von dort wieder einen schärferen Rücksetzer gesehen. Der Grund damals, oder beziehungsweise der Haupttreiber für dieses Gap war, dass eben besonders der Bereich regenerative Energien in dem Zusammenhang starke Unterstützung oder Subvention seitens oder innerhalb dieses Inflation Reduction Acts gesehen haben, also einen Shift in Richtung, regenerative Energiequellen, wozu Plug Power ja gehört. Also Plug, ganz kurz für die, die es nicht wissen, Plug Power Brennstoffzellenhersteller hier. Also zurückgehend potenziell davon positiv betroffen, entsprechende Bullishness getriggert, aber dann haben wir eben hier ab Mitte September beziehungsweise mit Beginn des vierten Quartals schärfere Abschläge gesehen und haben jetzt zwischenzeitlich nicht nur sogar dieses Gap geschlossen, sondern sind sogar in dem Moment auf neue Jahrestiefs gefallen. Und also Aktie, scharfe Abschläge eben zu sehen bekommen auf der Unterseite.
Jetzt sieht es allerdings danach aus, als wenn wir so einen, ich sag mal, einen leichten Turnaround erkennen können, dass dann eine potenzielle Bodenbildung stattgefunden hat. Die Aktie hat jetzt hier, man kann sehen, diesen etablierten Abwärtstrend, also kurzfristig etablierten Abwärtstrend, seit ungefähr Mitte November brechen können. So, wir können das auch hier oben vielleicht einzeichnen. Kommt das? Ja, kommt hin. Hat diesen brechen können? Gab es einen fundamentalen Trigger dafür in irgendeiner Form? Nicht, dass ich ihn gefunden hätte. Also ich habe so ein bisschen geschaut, aber ich habe nichts gefunden, was in irgendeiner Form hier diese Bullishness oder dieses Gap-Up auch in irgendeiner Form hätte erklären können. Ich glaube, dass, ja, das war einfach dem Umstand geschuldet, dass wir ein sich jetzt aufhellendes Bild oder eine starke Überdehnung auf der Unterseite zu sehen bekommen haben. Wir können noch mal ganz kurz spaßhalber hier kurz reinschauen bei FinWiz. Da gibt es immer eine schöne Auflistung von diversen Headlines in diversen sozialen Medien. Könnte eine Meldung gewesen sein aus China. Man kann sie sehen. Bloomberg. Ja, ich akzeptiere. Yahoo Finance. China has set its sights on cornering another green energy market, hydrogen. Also, the news, hydrogen, also Brennstoffzellen oder Wasserstoff an der Stelle von China im Hinblick auf eine Ausrichtung auf regenerative Energiequellen, von der Plug dann eben in diesem Sektor tätig entsprechend profitiert, a decade ago, bla bla bla. Könnte sein, dass das vielleicht ein Treiber war. Was, wie gesagt, hier so ein bisschen mich zweifeln lässt, ist, weil beispielsweise Tesla gestern auch im Vergleich zum breiten Markt sehr stark performt hat. Also Tesla nach den Abschlägen gestern mit einem Bounce von 6%, ebenfalls deutlich über dem liegend. Ich guck mal ganz kurz, hier haben wir es nicht, aber wir gucken mal hier kurz in die Qs. Gestern 0,65% war es, also etwas mehr als ein halbes Prozent. Also Tesla deutlich outperformt den Markt. Könnte auch der Treiber gewesen sein, dass einfach nach dem jüngsten Ausverkauf es hier zu einem technischen Bounce kam. Besonders in diesem Sektor, regenerative Energien, also Wasserstoff und Tesla passen jetzt nicht so gut zusammen, aber dass man einfach eine Idee hat. Wie gesagt, es fällt aber schwer, diesen fundamentalen Treiber erstmal auszumachen. Grundsätzlich ist so ein bisschen die Frage jetzt, wenn man das längerfristig betrachtet, muss ich gestehen, war ich ein größerer Fan von Plug hier in diesen Gefilden. Hätte mit einem Break über 30 eine Long-Position durchaus in Betracht gezogen, weil das ein recht starker Wachstumstitel ist und auch ein starker Wachstumsmarkt. Die haben sehr, sehr sportliche Ziele, sind noch nicht profitabel. Der Weg in Richtung Profitabilität, ich müsste jetzt gucken, aber ich glaube, der soll 2024, 2025, wenn ich das richtig so im Hinterkopf habe, glaube ich, soll der eingeschlagen werden. Da wir es nicht geschafft haben, dann einen relativ scharfen Abverkauf nochmal in diesem Sektor jetzt zu sehen bekommen haben, regenerative Energien und auch auf neue Jahrestiefs gefallen sind, trübt sich das Bild deutlicher ein. Ich möchte ehrlich gesagt eine Eroberung zu sehen bekommen, hier so dieser Region, $15, $16. Das ist so eine Region hier, oberhalb derer ich sagen würde, okay, das sieht jetzt vielversprechend aus, könnte eine nachhaltigere Bodenbildungsphase vollziehen, wobei eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie wiederum für längerfristige Engagements essentiell wäre, korrespondierend aktuell ungefähr mit der $20-Marke. Also da wäre ich aus dieser Perspektive ein bisschen zurückhaltend noch mit Long-Engagements. Trading-technisch können wir mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Was ist hier Pre-Market? Wenn es der Zufall so möchte, dann taucht die vielleicht hier schon auf, die Aktie. Tut sie da. Können wir mal ganz kurz draufklicken. Also, sonderlich aktiv ist sie nicht gehandelt. Nichtsdestotrotz, sie taucht auf jeden Fall auf. Gucken wir hier ganz kurz. Stock Rises Plug Power. Können wir mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich den Artikel kriege, weil das ein MarketWatch-Artikel ist. Die sind beschränkt verfügbar. Mixed Trading Session. Nichts. Nein, auch hier nicht. Also, Ballot Power gestern auch mit Aufschlägen gewesen. Also, wie gesagt, ich würde sehen wollen, dass wir über $15, $16 uns bewegen.
damit ich trainingtechnisch interessiert würde, auch kurzfristig, weil ich glauben könnte, dass mit einem Bruch über dieses Niveau kurzfristig bullisches Momentum initiiert werden könnte. Unterhalb möchte ich vor dem Hintergrund dieser eher schwachen Struktur ungern long sein, weil ich glaube, dafür ist nicht genug Buzz around um die Aktie, also dafür wird sie nicht aktiv genug gehandelt, aktuell jedenfalls nicht, beziehungsweise es gibt keine News, die das in irgendeiner Form befeuert, anders als bei einer Tesla, da haben wir zwar auch eine ähnliche Konstellation, aber du hast die Aktie einfach sehr aktiv diskutiert, was sich darangehend auch widerspiegelt, dass wir zum Beispiel in der Vorbörse richtig, richtig viel Volumen gedreht sind. Ich glaube gestern, ich müsste jetzt schauen, aber ich glaube, wir hatten gestern in der Tesla, ich guck mal ganz kurz, einen Augenblick, damit ich hier jetzt keinen Quatsch erzähle. Wie viele Stücke hatten wir in der Tesla gehandelt? 5-6 Millionen Stücke sind gestern auch wieder in der Vorbörse rumgelaufen. Bei jetzt natürlich durchschnittlich über 100 Millionen gehandelter Stücke. Das ist kein sogenanntes relatives Volumen größer 10%. Also wirklich heiß, also nach klassischen Parametern, ist die Aktie nicht. Aber es diskutieren halt viele. Und infolgedessen scheint auch besonders vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus aus der fundamentalen News, die fortwährend über den Ticker zu laufen scheinen, haben wir hier einfach potenzielle Trigger, die uns in die Lage versetzen, dann solche dynamischen Breaks auf den Weg zu bringen und auch mit einhergehend hohem Volumen zu laufen. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht ganz so, und demnach würde ich gerne unterhalb oder beziehungsweise ein Antizipieren dieses Bruchs höher, das würde ich eher skeptisch beäugen oder nicht handeln wollen. Ich würde lieber sehen wollen, dass wir über 15 bis 16 Dollar brechen, sagen wir mal eine runde Marke, 15 Dollar, uns oberhalb dieses Niveaus in der Lage sind zu stabilisieren und das dann von der Long-Seite eben entsprechend handeln. Ganz präferiert natürlich, bevorzugt dann durch einen entsprechenden fundamentalen Trigger, unterlegtes Volumen und dergleichen. Aber unterhalb wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Nochmal, Rückeroberung dieses Bereichs, tradingtechnisch interessant, weil weiteres Momentum denkbar wird, welches uns dann vielleicht auch zügig Richtung 20 Dollar führen könnte in den folgenden Tagen. Mittel- bis längerfristig würde ich im Hinblick auf Plug vorsichtig sein. Unterhalb der 200-Tage-Linie wird eine Rückeroberung halten, oberhalb 20 Dollar dann, in dem Fall rund über den Daumen gepeilt, eben sehen wollen, damit ich mich da positionierte. Ja, also das zu Plug. Werfen wir einen Blick auf Baba. Also Alibaba hatten wir auch, also mehrfach eigentlich schon immer wieder mal angerissen gehabt in den letzten Wochen. Jetzt hatten wir aus dieser Konsolidierung folgend hier einen sehr, sehr dynamischen Break, anziehendes Volumen und einen Run über 100 Dollar, sogar bis in der Spitze 115 Dollar. Pi mal Daumen und in diese Region vorstoßend. Baba hatte ich auch in den letzten Tagen, also in der letzten Handelswoche ganz besonders, ausgehend von diesem jüngsten Lauf. Nochmal, Haupttrigger oder Treiber in diesem Zusammenhang ist eine Konstellation aus einerseits Aufheben dieser Zero-Covid-Strategie seitens der chinesischen Kommunistischen Partei und ergänzend dazu eben einer deutlichen Aufhellung, so möchte ich mal sagen, der Situation rund um E-Commerce-Unternehmen in den USA, beziehungsweise Jack Ma, der ja auch sich im Rahmen seiner eines Spin-Offs hier, der Ant Group, im Hinblick auf den Zahlungsdienst, eine Revolution vielleicht im Zahlungsdienstbereich generell in China, mit der Kommunistischen Partei dort angelegt hat, in Anführungsstrichen, das war schon in 2020, und wo es dann eben, weil Alibaba an der Ant Group wesentlich beteiligt ist und die Ant Group vor einem IPO stand. Das hat ja dann dazu geführt, dass Alibaba scharfe Abschläge gesehen hat, auch Spekulationen ins Leben gerufen worden sind, was ist aus Jack Ma geworden, weil von dem lange Zeit nichts zu hören wurde, war an dieser Stelle. Und wir haben dann eben diesen scharfen Abwärtstrend sich hier beschleunigen sehen, die Aktie von Niveaus um über 300 Dollar gekommen runter bis 50, 60 Dollar, Pi mal Daumen ungefähr. Und jetzt sieht es danach aus, als wenn wir eine Bodenbildung vollzogen haben. Zum einen, weil diese Finanzierungsrunde für die Ant Group in einer Größenordnung, glaube ich, von 1,5 Milliarden US-Dollar jetzt jüngst kommuniziert wurde oder abgenickt wurde seitens der Kommunistischen Partei in China. Und ergänzend dazu Jack Ma und die Kommunistische Partei sich scheinbar anzunähern scheinen. Und das gilt auch für andere Bereiche, E-Commerce oder Internet oder Technologieunternehmen in China tatsächlich. So, das ist mit einer der Treiber mit Sicherheit der jüngsten Gegenbewegung hier, ausgehend von den Oktober-Tiefs ist es ungefähr, Pi mal Daumen, diese Region
ungefähr. Also 60, 65 Dollar Pi mal Daumen. Wir haben nahezu eine Verdopplung des Aktienkurses gesehen. Die Sache ist jetzt allerdings die, und das ist das, was uns ja als Trader besonders hier interessiert an dieser Stelle. Wir sind eben sehr, sehr extensiert auf der Oberseite. Also wir gappen ab, wir können das Gap halten unter hohem Volumen. Das war hier schon letzte Woche am Mittwoch hat das stattgefunden gehabt, beziehungsweise wir hatten auch schon vorher, glaube ich, ein Gap höher zu sehen bekommen. Das war hier, das war der Tag davor. Fällt nicht so gut auf, aber hier hatten wir auch eine Konsolidierungsregion um so ungefähr 90 Dollar. Da gappten wir schon hoch unter relativ hohem Volumen, Follow-Through-Beep aus. Und dann am darauffolgenden Tag kam das nächste Gap ab. Und seitdem gehen wir eigentlich steil auf der Oberseite. Und gehen steil bedeutet an dieser Stelle, wir sind jetzt relativ stark überdehnt auf der Oberseite. Wir haben eine ATR in Alibaba von ungefähr 4 Dollar, ein bisschen mehr. 4,50 Dollar, 4,20 Dollar, roundabout so, Pi mal Daumen. Ich guck mal ganz kurz, Baba. Auf 4,80. Jetzt sind wir bei 4,80. Okay, in Ordnung. Es hängt so ein bisschen jetzt davon ab. Das ist die 14er ATR. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie welche ATR wir jetzt hier veranschlagen. Die 22er ATR liegt vielleicht ein bisschen darunter. Ist aber auch nicht so aussagekräftig. Fakt ist, wir sind ausgehend von diesen Dezember-Konsolidierungstiefs um ungefähr 80, 85 Dollar. Pi mal Daumen. Hier sind wir jetzt auf der Oberseite einfach 5, 6 ATRs gelaufen. Und das relativ zügig. Also diese 5, 6 ATRs, na klar, jetzt könnte man sagen, ja gut, also wir haben jetzt ja mindestens 2 Handelswochen. Desto länger diese Zeit dauert, desto weniger stark überdehnt, mutet das an. Aber in Summe ist das schon eine recht imposante Bewegung, die wir jetzt dort relativ zügig zu sehen bekommen haben. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass das Aufschläge von über 30% sind, da können wir schon uns darauf einigen, dass das ein recht stark überdehnter Modus ist. Und das lässt mich jetzt ein bisschen aufmerksam werden. Nicht, dass ich plötzlich bearish werde für Alibaba, aber ich habe so das Gefühl, wir stehen vielleicht vor einem kurzen Pull-in auf der Oberseite, ein Rücksetzer einfach, der uns führen könnte. Ja, der uns realistisch führen könnte in Richtung dieser etablierten Aufwärtstrendlinie, einen Retest nach sich ziehen könnte. Die verläuft bei einem Test ungefähr, würde ich mal sagen, um 108, eventuell auch ein Stück weit tiefer. Sollten wir einen tieferen Pullin zu sehen bekommen, dann wird denkbar, dass wir uns bis in Gefilde um vielleicht 105, 106 am Korrektiv zeigen. Liquider Titel, enger Spreads, also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir haben hier eine Aktie, die sich aus der Perspektive auch verhältnismäßig attraktiv handeln lässt, CRV-technisch vielleicht vielversprechend ist. Und was wir ja, ich gehe mal jetzt ganz kurz hier in die Vorbörse. So. Auch da können wir diese Aufwärtstrendlinie sehen. Was wir jetzt eben hier gestern beispielsweise haben erkennen können, war, wir haben ein Muster erkannt, welches auch hier zum Beispiel ein Trade möglich gemacht hätte gegen die 112 übrigens. Also ich hatte das in der Discord-Community, hatte ich das geschrieben gehabt. Ich zeige das mal kurz hier. Ich hatte gestern einen Gameplan geschrieben für Baba. Erneut Gap Up von 5%, also gestern wieder recht aktiv auch in der Vorbörse gewesen, aber es gab eben kein Halten oder Follow-Through auf der Oberseite. Jetzt, wie gesagt, überdehnt und jetzt ist meine Überlegung dann relativ simpel eigentlich, dass ich sage, wenn wir jetzt diese vorbörslich ausgebildeten Tiefs im Bereich um 112 verlaufend, wenn wir die brechen und das unterhalb halten und unterhalb vom volumengewichteten Durchschnittspreis, hast du ein schönes Level, gegen welches du dich short positionieren kannst. Das ist gestern erste Sahne gelaufen, ehrlich gesagt. Also das war richtig, richtig schön sauber. Auch wenn dann kein Follow-Through auf der Unterseite kam. Aber hier kam der Break. Wir sahen kurz einen Pop zur Eröffnung. Haben die vorbörslichen Hochs nicht angelaufen. Das ist eine erste wichtige Information. Die sollten wir uns merken, auch heute. Wenn wir jetzt zum Beispiel reinkommen, hier sagen wir mal im Bereich über den Daumen gepeilt, 112, 113, wir poppen, aber wir sehen keinen Push über diese Hochs von jetzt aus der Vorbörse 113, 80 ungefähr, 114 Pi mal Daumen, sondern knapp darunter. Dann werden wir verkauft unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis, werden verkauft und dann gibt es einen Rücksetzer. Also wir werden verkauft, sprich an der Stelle werden nicht einfach nur verkauft, sondern wir fallen dann unter die vorbörslich ausgebildeten Tiefs. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen abzuwarten, aber eventuell korrespondiert das wieder ziemlich genau mit der 112 an dieser Stelle, kommt ungefähr zusammen. Vielleicht ist es auch hier die 112, ja, vielleicht ist es ein Stück weit höher, schauen wir einfach mal. Wir laufen runter und dann sehen wir einen Rücklauf, einen Retest nochmal, nach dem initialen Flush auf der Unterseite, sehen einen Retest, aber wir schaffen es nicht, diesen Bereich rauszunehmen. Und dann rollen wir hier über und dann hast du an dieser Stelle eben den Short Drive gehabt. An dieser Stelle, den hätte man als, ich denke mal, Momentum Scalp realistisch handeln können, als EMA, mit dem EMA 9 über Minutenbasis zum Beispiel, das ist diese gelbe gleitende Durchschnittslinie jetzt hier, die ich hier gegeben habe, wo ich sage, ich shorte gegen die 112
112 oder es ist 111,50 ist es ungefähr. Am Stop knapp über der 112, 112,10. Und dann manage ich den Trade über EMA 9 auf Minutenbasis, bis wir hier einen sogenannten Crossover zurückzusehen bekommen. Also dieser zurückerobert wird, das wäre dann hier in diesen Gefilden ungefähr. Also du kommst hier mit einem Risk von 50 Cent in den Trade rein und nimmst den Trade raus mit fast erreichender 108. Stellt sich schon so ein bisschen die Frage, hast du da nicht eventuell schon einen Teil rausgenommen? Das ist in dem Moment, denke ich, legitim, hier so auf der bei nicht erreichen der 108, die wir als Ziel ausgegeben haben. Das kann man ja hier sehen. Also das war jetzt nicht einfach nur ein Ziel, was wir anlaufen, sondern ich hatte hier auch die 108 schon geschrieben gehabt. Spätestens allerdings, wenn wir den hier zurückerobern, also Minutenschlusskurs oberhalb zu sehen bekommen. Das ist ungefähr der Bereich um 109, 198, 109 ungefähr. Für einen Profit an der Stelle von $2,50, $2,60 ungefähr kommt es hin, ja. Was einem CRV von fast 5 zu 1 entspricht. Also super interessant gestern gewesen und durchaus ein Play auch für heute, welches in Betracht gezogen werden sollte. Also wir werden natürlich jetzt abwarten müssen, aber nochmal, wir sind nach oben recht stark überdehnt. Bounce in Richtung mindestens hier dieser Aufwärtstrendlinie scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Die verläuft hier ein bisschen, man kann es sehen, ich habe da auch mit den vorbörslichen Niveaus gearbeitet, aber die verläuft ungefähr, ich mache das mal auf 5 Minuten Basis, die verläuft ungefähr jetzt derzeit um ungefähr 110. Wenn wir in so einen Trade reinkommen, könnte das auch nochmal möglich sein und vor allem, da sieht man es auch, das ist der sogenannte Two-Day Rewap, den wir hier haben, den wir eben gestern halten können. Das ist ungefähr verlaufend um 111. Wenn der bricht, inklusive dieser längerfristigen Aufwärtstrendlinie, kannst du davon ausgehen, dass gestern die Marktteilnehmer, gestern auch verhältnismäßig hohes Volumen, möchte ich mal fast sagen, wenn wir das mal jetzt hier anschauen, gestern sind 42 Millionen Stücke gehandelt worden. Das ist jetzt nicht richtig hoch, aber es ist zumindest mal anderthalb Mal so hoch wie normalerweise im Schnitt auf die letzten drei Monate hier in Bezug auf das, Entschuldigung, nicht ganz drei Monate, aber in Bezug auf das relative Volumen. Sind wohl die drei Monate, doch, da kommt hin. Und das bedeutet wiederum, es ist eine Umverteilung, die sich nochmal beschleunigen könnte, just in jenem Moment, wenn wir diese längerfristige Aufwärtstrendlinie brechen und wenn wir gestern eben dann auch diesen Two-Day-Rewap brechen. Was wiederum bedeutet, dass der durchschnittlich vom Markt gestern bezahlte Preis, die sich gestern long hier positioniert haben, auch das merkst du, also spätestens jetzt, wir hatten China zum Thema gemacht schon vor einem Monat, das war also irgendwo hier, in dieser Konsolidierung, da hatte ich hier im Morning Meeting, hatte ich China zum Thema gemacht und mögliche ADR Long Plays, also einfach sich das Morning Meeting mal vor einem Monat anschauen, da habe ich gesagt, wenn sich die Situation hier entspannt, ist das durchaus ein Markt, den man auf dem Schirm haben sollte. Jetzt kommen auch die Letzten auf die sagen, ah, China, ja, guck mal, Zero Covid ist gescheitert, die öffnen die Grenzen, die sehen eine weniger restriktive Haltung seitens der kommunistischen Partei, Long scheint da ja eine gute Idee zu sein. Diejenigen, welchen jetzt, das betrifft nicht alle, aber gestern, die aus dieser Perspektive sich long positioniert haben, mit einem durchschnittlichen Preis von rund 111 und alle die diesen Aufwärtstrend bis dato geritten haben, die würden bei einem Fall unter die 111 unter Wasser gedrückt werden. Also rein psychologisch wäre das dann so ein Moment so, vielleicht bin ich ein bisschen zu spät auf die Party gekommen, stoße die Aktie nochmal ab, vielleicht komme ich nochmal zu tieferen Niveaus rein. Und genau daraus resultiert dann die Überlegung, dass wir sagen, okay, Drop unter 111 wäre eine Beschleunigung oder mit dem würden wir eine Beschleunigung auf der Unterseite erwarten. Und demnach schaue ich eben jetzt auf diese Extension auf der Oberseite in Barber, genau wie gestern auch hier, eben auf ein mögliches Pull-in-Play, so könnte man es vielleicht sehen. Also ein Mean-Reversion-Play, ein Rücksetzer einfach, der uns eine Korrektur beschert, kurzfristig für unsere Zwecke, eben eventuell ausgehend vom volumengerichteten Durchschnittspreis gegen die 112, 113, warten wir mal ab, wie sich die Öffnung darstellt, beschleunigend nochmal und ein mögliches Level hinzuzunehmen mit Break unter die 111 hier auf der Unterseite. So, das also noch zu Alibaba und final werfen wir noch einen kurzen Blick auf einmal Lululemon. Haben gestern, wie gesagt, eine Anpassung, eine Downward Revision ihrer Guidance für das vierte Quartal. Die Zahlen, die werden jetzt zeitnah ja veröffentlicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann die veröffentlicht werden, aber im Laufe der nächsten Wochen oder im Laufe des nächsten Monats werden die veröffentlicht. Geben jetzt schon bereits bekannt, wir sind da eher skeptisch. Unterm Strich, man kann erkennen, die Gross Margin ganz besonders, sieht einen Rücksetzer hier an dieser Stelle. Muss man vielleicht auch mal ganz kurz hier sagen, wie ich es geschrieben habe. Und zwar Revision der Geister für vierte Quartal. Und das hat potenziell, also besonders die Gross Margin, die Bruttogewinnmarge, die Reduktion auf der Unterseite und die
der niedriger als erwartete Gewinn pro Aktie hier in dem Fall. Das hat damit zu tun, dass die sich auch in dieser Rabattschlacht zwecks Reduktion ihrer Lagerbestände wiederfinden. Nicht, dass das nicht hätte erwartet werden können, aber bis dato ist Lulu relativ gut durch diese Gefilde durchgeschifft, so möchte ich mal sagen. Oder von substanzielleren Abschlägen hier an der Stelle verschont geblieben. Ja, nunmehr ist es aber eben so, jetzt zeigt sich auch Lulu offensichtlich muss hier seine Erwartung reduzieren. Und wir haben gestern aus der charttechnischen Perspektive haben wir eine ganz interessante Konstellation zu sehen bekommen. Wir sind nämlich hier unter die 305 gebrochen. Das war bis dahin der Bereich um die, das sind die Dezember-Tiefs, so, hier so diese Region. Und wir haben die nicht zurückerobern können. Also wir sind dann kurz mal gebounced Richtung der 305. Ich hatte das auch als mögliches Level auf der Oberseite zum Thema gemacht. Hier kann man es sehen. Fokus zur Öffnung auf der 300, kurzer Pop, Überrollen und so weiter. Das war jetzt besonders für die ganz kurzfristige. Ich muss übrigens kurz sagen, Moment. Zurück unter Rewop scheint. Nee, ich habe die 305 gar nicht so explizit rausgeschrieben gehabt. Das ist bedauerlich. Okay, also die 305, die hat auf jeden Fall in meinem Gameplan, hat die auf jeden Fall eine Rolle gespielt gehabt. Also diesen Bereich hier, den haben wir nicht, waren wir nicht in der Lage zurückzuerobern. Und durchaus denkbar, wenn wir es jetzt nicht schaffen, also gestern generell der Handel, das war nicht schlimm oder dramatisch. Wir haben die 92 halten können, war auch dann gut für einen Bounce Richtung 300, auch knapp darüber hinaus. Aber es war eben verhältnismäßig durchwachsen, so möchte ich mal sagen, wie sich die Aktie dargestellt hat für den gesamten Handelstag. Und nicht auszuschließen, dass wir mit Unterschreiten der gestrigen Tagestiefs um 290 noch Richtung 280 und vielleicht sogar noch ein Stück weit tiefer verkauft werden, wenn wir nicht in der Lage sind, zügig gestern ganz besonders hier die 305 in der Lage sind, zurückzuerobern. Das ist die Region ungefähr um die Dezember-Tiefs. Also durchaus ein Kandidat dann, der uns Richtung 280, und wir sehen, die 280 ist brisant. Nicht nur gestern waren es die Flush-Out-Tiefs auf diese Runternahme der Guidance, sondern wir sehen auch hier, das ist der Bereich ungefähr um die Oktober-Tiefs, also Viertquartal-Tiefs 2022. Sollten wir die brechen, ist in Lulu durchaus Potenzial bis 250 auf der Unterseite gegeben. Also es könnte durchaus ein Kandidat sein für einiges an bärischem Momentum, sollten wir unter die 290 / die 280 allerspätestens fallen. Also durchaus ein Kandidat, den man als Short Play auf dem Schirm haben sollte, sollten wir besonders unter die 280 eben fallen, nach der gestrigen Downward Revision der Guidance. So, das zu den Einzeltiteln. Dann blicken wir einmal auf die Devisen. So, hoppala, das war jetzt der falsche. Blicken wir einmal auf die Devisen. Und ich gucke noch mal ganz kurz einmal hier in die Chatbox. Okay, alles gut. Also, da werfen wir einen Blick einmal auf den Euro zum US-Dollar. Hat sich eigentlich nicht sonderlich viel getan. Deswegen wird das schnell. Aber nichtsdestotrotz. Wir sind gestern über die 1,07 gebrochen. Hier kann man sehen, das ist so der Bereich 1,07. Wir haben also noch mal einen Follow-Through zu sehen bekommen. Also Break über die 1,07, also recht scharfe V-Konstruktion, die sich hier herauskristallisiert hat, folgend auf die Non-Farm Payrolls und die US-Dollar-Schwäche, die wir zu sehen gekriegt haben. Jetzt schauen wir mal, ob es einen Break höher zu sehen gibt. Das wird jetzt interessant werden. Also die Inflationszahlen am Donnerstag sind hier potenziell das Zünglein an der Waage. Ich bin weiterhin eher reserviert. Also ich bin überrascht, ohne Frage, dass sich hier der Euro zum US-Dollar in der Lage ist, über der 200-Tage-Linie so zu halten. Auch wenn das bis dato eine Konsolidierung ist. Ich bin jetzt noch überraschter, dass wir auf die Non-Farm-Payrolls eher ein bullisches Momentum sehen. Besonders folgend auf die Inflationszahlen aus Deutschland, aus der Eurozone vergangene Woche. Die eigentlich eher eine geldpolitisch auch lockeren Kurs seitens der EZB denkbar werden lassen. Eine Überlegung könnte jetzt sein, man könnte auf die Idee kommen und sagen, naja, ist ja logisch in Anführungsstrichen. Wir sehen eine Fed, die geldpolitisch eher expansiver wird agieren oder nicht mehr so restriktiv, wie sie das jetzt über die letzten Monate bzw. über das Jahr 2022 zwecks Eindämmung der galoppierenden Inflation getan hat. Wir sehen zeitgleich eine rhetorisch jetzt in eine sehr restriktive Kerbe schlagende EZB. Ist doch eigentlich ein Vorteil für den Euro. Ja,
Aber wie gesagt, die Inflationszahlen konterkarieren, also Inflationszahlen aus Deutschland, aus der Eurozone, die konterkarieren das einfach. Und deswegen darf da schon die Frage oder darf man sich schon die Frage stellen, ist das denn, wenn das der Haupttreiber sein sollte, wirklich in der Lage, hier weitere Bullishness und eine Rückerobung, ganz besonders der 1,10 zum Beispiel, auf den Weg zu bringen? Ich denke eher nicht, ehrlich gesagt. Ich denke eher nicht. Und deswegen werden die Inflationszahlen jetzt in den USA ganz interessant, weil sollten nämlich diese Inflationszahlen über der Erwartung reinkommen. Also das heißt, 6,5% werden erwartet, dann kommen wir bei 6,7 rein, vielleicht bei 6,8%, unter 7, ja, aber also Peak Out und geldpolitisch lockerer Kurs, aber eben über dem, was der Markt erwartet, wäre nicht auszuschließen, dass sich diese gestrige Run und dieses V, was wir jetzt auf die Non-Farm Payrolls gezeichnet haben, als Fehlausbruch herauskristallisieren und wir einen scharfen Rücksetzer zurück in diese Range dann zu sehen bekommen. Ich denke jetzt nicht, dass wir unter die 1,05 rutschen, aber zumindest, dass wir einen Bounce in Richtung der 1,06 zu sehen bekommen. Auf der Kehrseite, eine Inflation deutlich unter der Erwartung. Jetzt gehen wir mal ganz hypothetisch davon aus, was ich sehr unwahrscheinlich erachte, aber machen wir es einfach mal. Die kommt mit 6,4% rein. Also unter einer schon relativ niedrigen Erwartung mit 6,5%. Das könnte den US-Dollar scharf nochmal unter Druck bringen auf breiter Front. Und da bliebe dann abzuwarten, wie der Euro zum US-Dollar reagiert. Also initial wäre zwar denkbar, dass wir auch über 1,8 spiken, aber nichtsdestotrotz danach abverkauft würden, weil das vielleicht größtenteils schon eingepreist ist in der jüngsten US-Dollar-Korrekturbewegung. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz interessante Konstellation. Ich möchte den Break aber dennoch auf jetzt hier höhere Hochs im Euro-US-Dollar nur ungern traden. Also ich muss sagen, mir gefällt es nicht so. Was wir hier zu sehen bekommen, und zwar gefällt mir nicht im Sinne von, ist das eine nachhaltige Bewegung? Ich denke ehrlich gesprochen nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ein bisschen overdone auf der Oberseite und der Euro, der wird eher früher als später einen empfindlichen Rücksetzer zu sehen bekommen, und besonders Breakout-Trades. Also jetzt auf höhere Hochs, die sollten hier mit großer Vorsicht genossen werden, weil es eben kein relative Stärke-Play ist. Das ist US-Dollar-Schwäche, aber keine Euro-Stärke, die wir hier derzeit ausmachen können, und deswegen gilt es da so ein bisschen vorsichtig zu sein. So, und ja, jetzt wollen wir einen Blick werfen auf Bitcoin und wollen einen Blick werfen auf den Kryptobereich, wie gestern auch versprochen. Und dazu machen wir mal, wo haben wir ihn denn? Habe ich ihn wieder versteckt? Da ist er. Haben schon lange keinen Blick mehr auf Bitcoin geworfen, was jetzt auch vor dem Hintergrund dieser, guckt euch die charttechnische Struktur an, nicht überrascht. Also, was ist da nicht? Ja, da ist aktuell keine spektakuläre Action in irgendeiner Form, die wir ausmachen können. Aber genau daraus erwächst eben das Potenzial, dass es eher früher als später zu einer Überraschung kommt. Und ich habe hier so eine leicht bullische Tendenz, die sich herauskristallisiert. Also, wir können erstmal erkennen, nach besonders hier diesen Verwerfungen rund um FTX und so weiter und den entsprechenden Verflechtungen und dem Abstoßen dann auch hier potenziell der Bitcoin Exposure, um auch entsprechende Liquidität freizulegen und dergleichen. Es gab diesen bärischen Flashout, aber seitdem eben eine Konsolidierung. Wir sehen, das ist eine lange Konsolidierung, und wir sehen auch in der Vergangenheit, es ist nicht das erste Mal, dass solche volatilen Phasen hier auftreten in der letzten Zeit. Das haben wir auch zum Beispiel hier über den gesamten Monat September, Oktober bzw. bis Anfang November zu sehen bekommen, mit dann im nächsten Leg auf der Unterseite und entsprechender Bearishness. Wir sind weiter unterhalb der 200-Tage-Linie. Auch aus der Perspektive ist das ein klar bärisches Umfeld, in dem wir uns ja aktuell bewegen. Schlüssellevel rund gesprochen, die 20.000, ein bisschen technisch, ich sag mal, akkurater, vielleicht so hier die Region um ungefähr 18.000 als Schlüssellevel auf der Oberseite, die es zurückzuerobern gilt. Ja, nunmehr aber kann man doch erkennen, wir haben gegen die 15,5 einen Support gefunden, und jetzt fangen wir eben an, uns hier so ein bisschen, wir sind so ein Crawl up, ne? Wir rollen irgendwie so nach oben langsam und waren jetzt in der Lage, den Bereich so ungefähr um 16.300, hier diese Gefilde, bis dato zu verteidigen. So, sehen zunehmende Nachfrage, die reinkommt. Wie gesagt, nicht großes Volumen oder dergleichen, was wir hier ausmachen können.
Und auch diese Widerstandsregion, die konnte hier, das ist so der Bereich um ungefähr 17.000, 16, 9, 17.000, konnte jetzt rausgenommen werden. Bis dato kann sie auch gehalten werden. So, und jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist erstaunlich. Also das ist wirklich, wirklich erstaunlich, was wir hier zu sehen bekommen, vor dem Hintergrund der ganzen Sorgen rund um Krypto, die wir ausmachen können. So ein wirkliches Abladen, so ein richtiger Sellout oder dergleichen, den bekommen wir eben nicht zu sehen. Also es scheint durchaus im Rahmen der Abwärtsbewegung über das gesamte Jahr eigentlich schon, vielleicht sich nochmal beschleunigen, dann ab April 2022, dass wirklich das, was wir hier zu sehen bekommen haben, ein richtiger Washout war. Viele schwache Hände rausgespielt worden sind und jetzt im übertragenen Sinne nahezu die Hodler unter sich sind. Also das heißt, diejenigen welchen, die sowieso nicht planen haben, in irgendeiner Form vorhaben, irgendwie Krypto abzustoßen, die auch jetzt hier im Rahmen der Entwicklungen rund um FTX, vorher war es bereits Luna und der Stablecoin und die ganze Wohler hier rund um diese Entwicklung, die wir zu sehen bekommen haben, die Position nicht gegeben haben. Und genau diese Entwicklung ist eben etwas, wo ich mir schon so ein bisschen die Frage stelle, ob wir nicht über kurz oder lang eher vor einem Break, vielleicht können wir das auch hier mal ganz kurz einfangen, ob wir nicht eventuell über kurz oder lang einen substanziellen Break dieser Abwärtssequenz zu sehen bekommen mit einer Rückeroberung der 200-Tage-Linie. So. Ich mache die mal farblich. Rot nicht. Mal grün. So, muss sie gut erkennen. Das ist diese Abwärtsstruktur. So, wir sehen, wir laufen in diese Gefilde, laufen wir hinein. Also man kann erkennen, wenn man den Chart nicht ganz stark auseinanderzieht, dann kann man hier erkennen, es ist eine unglaublich dröge Phase aktuell mit einer unglaublich niedrigen Volatilität, die hier stattfindet. Und jetzt ist die Sache eben jene. Sollten wir diese Abwärtstrendlinie in der Lage sein, also diesen Flashout hier, damals getragen durch Stablecoin, Luna und die Entwicklung damals, sollten wir diese Abwärtstrendlinie in der Lage sein zu brechen und die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, will ich nicht ausschließen, dass Bitcoin folglich dann mit einer Eroberung in dem Fall der 18.200er-Region hier erstmal kurzfristig, aber nichtsdestotrotz Potenzial hat, zurück in Richtung 20.000 über dieses Niveau, vielleicht sogar bis $25.000. Und wir sollten auch nicht ausschließen, dass wir insgesamt uns in einem beginnend zunehmend vorteilversprechenden Umfeld für Bitcoin-Long zu bewegen. Denn sollte, nochmal, es gibt Gründe, vorsichtig zu sein. Der Markt ist relativ zuversichtlich im Hinblick auf den geldpolitisch lockeren Kurs ab der zweiten Jahreshälfte oder in die zweite Jahreshälfte hinein. Das hatten wir gerade hier mit diesem Tweet von Brannigan Barrett, hatten wir das zum Thema gemacht gehabt. Hatten das hier ausgehend vom FedWatch-Tool schon die letzten Tage als für uns auch entsprechend skizziert gehabt. Sollte sich also dieses Bild aber beginnen herauszukristallisieren, vielleicht die Fed sogar, also der Markt sich selbstbewusst zeigen, aber tatsächlich sogar noch mehr geldpolitische Lockerungen nötig sein, um eine Rezession abzuwenden und die Fed dann entsprechend geldpolitisch laxer agieren müssen, dann ist das etwas, was den US-Dollar auf breiter Front stark unter Druck bringen könnte und wovon Bitcoin bekanntlich in der Vergangenheit sehr stark positiv performt oder reagiert hat. Wir erinnern uns an Corona, fiskalpolitischer, geldpolitischer Exzess und dann dieser parabolische Kursanstieg, den wir dann über das Jahr Ende 2022, Anfang 2021 zu sehen bekommen haben. Also durchaus ein Szenario, welches man auf dem Schirm haben kann, Schirm haben sollte und wo wir erstmalig beginnen, solch eine Tendenz sich herauskristallisieren sehen, sollte es eben zu diesem Bruch dieser Abwärtssequenz kommen und der Rückeroberung der 200 Tage, die möglichst dann auch eine Stabilisierung oberhalb. Könnte durchaus sein, dass das dann der Beginn ist einer Aufwärtssequenz, auch wenn das bis dato erstmal nur als rein antizipatorisch ist, was ich hier skizziere, aber dennoch, das, was wir jetzt jüngst begonnen haben zu sehen, überrascht mich. Also immer wenn ich auf Bitcoin jetzt aktuell schaue, das ist nicht tiefrot, das ist nicht zweistellig im Minus sich befindlich oder enorm volatil, sondern das ist so ein Curl-Up, das ist so ein ruhiges Treiben aktuell, eher mit bullischen Vorgaben aktuell. Halten auch jetzt hier oberhalb charttechnisch relevanter Level, 15.500, 16.000 und jetzt eben driftend in Richtung zumindest mal zurück der 20.000er Region. Und ich denke, durchaus ein Kandidat, den man auf dem Schirm haben sollte. Und wo sich über kurz oder lang vielleicht ein bullischer, scharf dynamischer Breakout herauskristallisieren könnte.
So, und das, ja, das wäre es soweit. Das wäre es soweit meinerseits dann erstmal für heute gewesen. Ja, Baba, wie gesagt, Baba mögliches Play. Da werden wir heute nochmal einen Blick drauf werfen, könnte ganz interessant werden. Wir werfen weiter natürlich auch einen Blick, logischerweise, auf Tesla. Ich habe Tesla jetzt hier nicht zum Thema gemacht, aber wir sind gestern in den Bereich um die 124, 125 gelaufen. Hab das Level auf jeden Fall auf dem Schirm. Zwecks Möglichkeit, Option, dass es zu einem dynamischen Break höher kommt. Tesla ist sehr beaten down und ein Kandidat für einen sehr ausgeprägten Bounce. Wie gesagt, bullish in die Earnings hinein und dann ist die Frage, wie kommen die Earnings rein, wie kommt die Guidance rein, wenn die positiv überrascht. Es nicht auszuschließen, dass Tesla als High-Beta-Stock, auch wenn die hohe Marktkapitalisierung das nicht vermuten lässt, aber dass das eventuell eine Aktie ist, die nochmal eine richtige Beschleunigung sehen kann und dass wir dann schwuppsdiwupps wieder bei $200 die Aktie stehen, was schneller gehen kann, als wie gesagt, in so einem High-Beta-Stock, als das der ein oder andere auf dem Schirm hat. Ich will nicht zu übermäßig bullish werden, aber zumindest mal kurzfristig bleibt die Aktie im Mittelpunkt des Geschehens. Wir sehen hier 500.000 Stücke auch jetzt wieder gehandelt. Wenn wir das mal vergleichen mit den anderen Big Tech Names, wir haben eine Apple, da sind bis dato magere 63.000 Stücke gehandelt worden. Wir haben eine Amazon, da kommen 28.000 Stücke hinzu. Ja, und eine Tesla ist halt the game in town, in Anführungsstrichen, aktuell. Neben jetzt natürlich solchen Extension Plays, wie wir sie zum Beispiel in den chinesischen ADRs zu sehen bekommen. Aber eine Tesla sollte man im Hinterkopf halten und eine Alarmlinie im Bereich der gestrigen Tageshochs eben eventuell haben. Da könnten sich besonders, wenn es zu engen Konsolidierungen knapp unterhalb so einer potenziellen Breakout-Region um 125 kommen, auch interessante kurzfristige Momentum-Scalps vielleicht sogar anbieten. Also auch die Aktie sollte man, selbst wenn wir sie heute nicht so groß zum Thema gemacht haben, immer so ein bisschen im Hinterkopf halten. Auch wenn, wie gesagt, eine Barber bei mir aktuell so ein bisschen Präferenz hat, so möchte ich mal sagen. Und so, alle weiteren Details im Morning Meeting morgen, 10.30 Uhr, gemeinsam mit Markets hier. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Morgen 10.30 Uhr hören wir uns wieder. Bis dahin lesen wir uns voneinander in der Discord-Community. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann.